Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit der kleinen Ausgabe, dem kleinen Format eurer Wochenkarten für die kommende Woche. Ich bin gerade wieder mal unterwegs und da gibt es dann immer eben das etwas kleinere Format. Ich habe für euch, wie ihr wunderbarerweise ja schon sehen könnt, Göttinnenkarten gezogen für die kommende Woche. Und da kam das Thema über die Jemania, die goldene Gelegenheit. Wie schön, das ist eine tolle Karte. Da heißt es, wichtige Türen öffnen sich jetzt für dich, durchschreite sie. Also offensichtlich habt ihr demnächst beziehungsweise relativ zeitnah oder vielleicht auch schon in der Beobachtung diverse Möglichkeiten, die ihr jetzt annehmen oder umsetzen könnt. Und Menschen, die sich da auf euch zubewegt haben oder sich dann noch auf euch zubewegen, die euch sehr hilfreich sein werden, auch für das, was ihr euch vorgenommen habt, für das, was ihr euch eben da entschieden habt, was ihr beabsichtigt, was ihr da an Wünschen jetzt anvisiert habt. Und das ist eine ganz tolle, wirklich eine ganz, ganz tolle Karte, weil sie eben auch sagt, dass ihr euch völlig entspannt dem Ganzen gegenüber verhalten könnt. Also ihr müsst jetzt nicht so quasi um Himmels Willen, hoffentlich kriege ich das jetzt auch mit, ob ich da oder wenn ich eine Gelegenheit bekomme. Sie sagen, selbst wenn ihr Gelegenheiten verpassen würdet, es käme die nächste Gelegenheit gleich wieder. Also bitte keine Panik jetzt und sagen, oh Gott, mir fällt jetzt gerade mal nichts ein. Was könnte das sein? Kommt das noch? War das schon? Habe ich schon wieder irgendwas verschwitzt oder so? Oder verbummelt oder sabotiert oder was auch immer. Das kommt für einige unter euch, die sich das anhören, die vielleicht immer mal wieder so ein bisschen mit dem Thema zu kämpfen haben, Angst zu haben, nicht die richtigen Schritte zu unternehmen. Keine Angst, seid ganz entspannt. So wie die Jemania da zu sehen ist, im Meer, das Meer hat Gezeiten. Das heißt, es ist wirklich auch die Wellen, die reinkommen an den Strand. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Also Gelegenheiten gibt es für euch unzählige und sie machen euch jetzt einfach für die kommende Woche nur mal wieder ganz schön darauf aufmerksam, dass ihr euch dessen auch bewusst seid und dass ihr da wirklich eure Antennen auf Empfang stellt. Ja, ganz entspannt auf Empfang stellen, freut euch drauf, das wird sich sehr positiv auf eure Schwingungsfrequenz auswirken, die wird ansteigen und dadurch werdet ihr natürlich noch viel klarer und unmissverständlicher die Dinge in Empfang nehmen können. Ja, dann ist für euch vollkommen klar, dass das jetzt genau eine Gelegenheit ist, die ihr wirklich auch ergreifen solltet und wo ihr dann eben nicht mehr in der Schwingung seid, wo ihr zaudert zögert und was der Kuckuck und euch dann überlegt, hätte ich, soll ich nicht, sondern wenn ihr in der richtigen Klarheit seid, in der richtigen Schwingungsfrequenz seid, dann wisst ihr das haargenau. Dann wisst ihr, da können mich jetzt gerade mal keine 10 Pferde davon abhalten, dass ich jetzt diese Entscheidung treffe und dann ist es der richtige Zeitpunkt und dann ist es genau die richtige Entscheidung. Ja, es muss sich gut anfühlen, ihr Lieben. Und das ist immer der Indikator dafür, dass eure innere Stimme euch da richtig führt, beziehungsweise dass ihr auf die richtige Stimme hört. Ja, nicht auf die Stimme des Verstandes, der immer sagt, na, ich muss auf Basis von Angst entscheiden, sondern auf die Stimme des Herzens, die sagt, oh ja, das ist doch total genial, das mache ich jetzt, das nehme ich jetzt in Angriff. Dazu ist Jemania eben da. Also ihr sollt, nochmal, ihr sollt bitte entspannt bleiben dabei. Ja, und jetzt nicht irgendwie Angst haben, da irgendwas zu verpassen. Die Cordelia ist eben auch da mit geh nach draußen. Du warst zu lange in geschlossenen Räumen, geh hinaus, um frische Luft zu schnappen. Das muss nicht unbedingt komplett wörtlich genommen werden. Es kann auch sein, dass man draußen war, dass man aber draußen sich nicht, wie soll ich sagen, vielleicht auch nicht alleine draußen aufgehalten hat oder vielleicht sehr abgelenkt war, sich vielleicht einfach da gar nicht so wirklich bewusst in die Natur begeben hat. Also es hilft euch immer sehr, 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 sagt die Karte aus, wenn ihr wirklich rausgeht, wenn ihr vielleicht auch mal nur eure eigene Gesellschaft habt und euch da ganz unbeschwert, ohne irgendetwas zu wollen, erreichen zu wollen oder empfangen zu wollen oder so, sondern einfach mal rausgehen und einfach im Hier und Jetzt die Natur genießen.
euch dran zu freuen, wie die Farben im Augenblick sind, wie toll das Wetter im Augenblick ist, zumindest hier in Nürnberg gerade mal. Und wie einfach wirklich die Natur sich da so wunderschön zeigt, gerade um die Jahreszeit jetzt. Freut euch einfach, geht auch raus ans Wasser. Sie zeigen mir gerade hier auch das Wasser ganz besonders. Das ist sehr reinigend auch für eure Gedanken, wenn ihr euch da in der Nähe aufhaltet. Und die Karte bedeutet übrigens auch, dass sich eure Wünsche, die erblühen, die sind wirklich am sich manifestieren, am sich zusammensetzen, am sich eintüten. Auch wenn ihr das vielleicht jetzt gerade noch nicht unbedingt sehen mögt. Es ist tatsächlich so. Sie sind unentwegt am Arbeiten für euch. Und je entspannter ihr seid, je gechillter ihr seid, je wirklich ruhiger ihr seid und einfach je mehr ihr in Erwartung seid, dass das auch tatsächlich so ist, dass sie für euch arbeiten und das ist eben sehr unterstützt durch euren Aufenthalt in der Natur, dann kann das Ganze, kommt das Ganze eben auch wesentlich klarer und schneller daher, was ihr euch wünscht. Ja? Und bieten sich dann eben auch diese goldenen Gelegenheiten umso klarer, wie schon erwähnt. Ne? Die Segment ist noch da mit Sei stark. Es heißt, du bist stärker, als du glaubst und deine Stärke sichert dir ein gutes Ergebnis. Das heißt natürlich, was heißt jetzt in dem Zusammenhang stark sein? Es heißt jetzt nicht nur muskulär stark sein, sondern es heißt im übertragenen Sinne natürlich, seid stark mit euren Gedanken, seid stark damit, euch wirklich ganz kleinlich drauf zu fokussieren, ja, auf gute, euch auf gute Dinge zu fokussieren, auf gute Themen, auf gute Themenbereiche, auf gute Situationen, gute Menschen, was auch immer, alles, was in euch es erleichtert, euch auch gut zu fühlen. Und wenn man da wirklich sehr, wie soll ich sagen, pingelig damit beschäftigt ist, dass man wirklich sagt, okay, meine Toleranz für ein schlechtes Gefühl, für schlechte Gedanken ist einfach sehr, sehr, sehr niedrig, dann tut ihr euch einen super großen Gefallen. Und das ist aber auch einfach genau eure Stärke. Ja, also das ist vielleicht zu üben, für den einen oder anderen mehr zu üben, als man vielleicht auch meint, weil man ja grundsätzlich davon ausgeht, ja, ich denke aber doch toll, ganz toll und ich habe doch wirklich ganz gute Themen parat, aber wir sind es so gewohnt, uns eben auch mal Gedanken zu machen, die nicht so toll sind. Und das geht wirklich durch unseren Scanner durch, das entwischt sozusagen und wir merken es gar nicht. Und die Stärke ist es wirklich, eure große, große Stärke ist euer Fokus. Auf was fokussiert ihr euch? Auf was ist eure Aufmerksamkeit gerichtet? Und ja, genau das ist eure größte Stärke und die Wahl, die ihr immer habt. Ja, und sie sagt eben wirklich, seid so stark, dass ihr da so pingelig seid, darauf zu achten, mit was ihr euch umgebt, was ihr euch anguckt, mit welchen Menschen ihr euch umgebt. Auch mal Nein zu sagen, wenn euch danach ist, auch wirklich für euch zu sorgen, ganz pingelig für euch zu sorgen. Wo fühlt ihr euch gut? Mit was fühlt ihr euch gut? Und das gehört sehr dazu, dass ihr eben sehr für euch sorgt, eben auch mal Grenzen zu setzen. Die zwei Löwenköpfe werden mir hier gerade noch gezeigt, dass ihr wirklich sagt, ihr steht ein für euch und sagt ganz klar, was ihr für eure eigenen Bedürfnisse braucht, wo eure Grenzen sind, was ihr sehr gerne tut, aber über die Grenzen dann nicht drüber geht. Das ist einfach wichtig, ja, aber wie gesagt, die allergrößte Stärke ist schlicht und ergreifend der Fokus, den ihr einnehmt auf sehr positive Dinge. Das ist wirklich, ihr seid, wenn ihr in der richtigen Schwingungsfrequenz seid, wenn ihr hochschwingt, wenn ihr euch gut fühlt, seid ihr millionenmal mächtiger als jemand, der sich nicht gut fühlt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist es nicht. Darf ich euch genauso ausrichten? Das ist absolut nicht übertrieben. Übt das, genießt die Natur die Woche, genießt die Möglichkeiten, die ihr bekommt, genießt einfach die Menschen, die in euer Leben kommen und die ihre Hilfe anbieten,
Genießt einfach die Synchronizitäten, die passieren. Und seid euch einfach vollkommen klar, dass ihr, jeder Einzelne von euch, immer in der hundertprozentigen Aufmerksamkeit der geistigen Welt steht. Und dass ununterbrochen dafür gesorgt wird, dass ihr versorgt seid, wenn ihr das zulasst, indem ihr euch gut fühlt, indem ihr auch mal faul seid, indem ihr einfach auch mal wirklich Dinge tut, die euch einfach nur entspannen. Ja, das darf ich euch für die kommende Woche jetzt mitgeben. Und ich freue mich wieder auf euch, auf nächste Woche im altbekannten Format, wieder von meinem Zuhause aus. Und alles, alles Liebe. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich über eure persönlichen Anfragen zu meinen persönlichen Readings. Und ja, bin natürlich nächste Woche auch wieder für euch da. Ganz, ganz dickes Bussi nach Deutschland bzw. zu euch. Tschüss.